perfekt vorbereitet für morgen. Ja, ist richtig cool. Also es ist echt eine große Bühne für uns und das ist echt eine Ehre, dass ich Österreich vertreten darf. Von den Meter her ist eigentlich eh AK81, aber sie ist zum Springen sehr klein. Aber sie hat trotzdem einen guten Rhythmus, schön gleichmäßig und ist cool zum Springen. Ja. Da darf man halt nicht so gegen einen Ski gehen wie auf einer großen Chance. Also nicht ganz aggressiv springen. Ja, man muss schauen, dass man gut vom Tisch weg druckt, dass man genug Druck von den Beinen reinbringt, weil es halt immer kleinere Chancen ist und da weniger fliegt. Aber wenn man gut vom Tisch weg ist, dann passt das gut. Ja, da hat man schon. Ich meine, es ist einmal was anderes, weil du nicht so viel Druck auf die Ski hast in der Luft. Die Sprünge heute waren solide, haben gepasst, aber es ist noch ein bisschen was drinnen. Ja, die Sprünge sind noch nicht ganz so konstant. Der erste war ziemlich gut. Oh, nein, ist leider ein bisschen bergab gegangen, aber war ja nur das Training. Ich glaube, das war halt sehr wichtig nochmal für mich, ein paar Sprünge zu machen. Ich habe definitiv noch Luft nach oben für morgen dann. Ja, aber ich muss jetzt einfach bei mir bleiben. Dann als Beste für morgen rausholen. Ja, dass ich meine besten Sprünge halt abrufen kann und dass ich halt dann vielleicht weiter vorne raus starten kann. Wenn ich mir was wünschen kann für einen Wettkampf, ja, dann ist es, glaube ich, das, dass ich für mich selber Ruhe bewahre und nicht die Nerven wegschmeiße und einfach einen lockeren, coolen Sprung mache und meine Ziele erreiche. Der ist schon ein richtig cooler Bewerb. Ja, einfach sagen, was ich kann und dann passt das schon. Sagen, was ich kann, einfach gut springen und nachher auf der Löwen mein Bestes geben und schauen, was aussieht.